Ja, so ungefähr vor 14 Tagen saßen wir abends gemütlich auf dem Sofa, haben uns noch zusammen die Nachrichten angeschaut und waren dann sehr schockiert über die Lage in Italien, wie sich da alles zuspitzt, wie viele Menschen sterben. Und da habe ich meine Tochter gebeten, doch mal kurz an unsere Freundin in Italien zu schreiben, sie zu fragen, wie es ihr geht, was sie dann auch gleich umgesetzt hat. Und unsere Freundin aus Italien hat uns dann das Regenbogenbild geschickt, in dem sie uns mitgeteilt hat, dass in Italien sich da die Menschen gerade stark machen. Mit dem Regenbogen, alles wird gut, wir bleiben zu Hause. Diese Idee hat uns sofort begeistert und wir haben überlegt, ob wir das nicht auch umsetzen sollen. Und da ich an der Schule arbeite, war meine Idee, komm, ich nehme es mit auf die Homepage unserer Schule, ich biete es unseren Kindern an. Dann hat Jelena gleich darauf gesagt, och, lass es doch auch unseren Sportkindern zukommen. Und so hat sich das immer weiterentwickelt und wir bekamen immer mehr Ideen, wo wir dieses Bild noch hinschicken könnten und was wir dann auch gemacht haben. Genau, es hat sich dann immer weiter verbreitet über WhatsApp. Wir haben uns dann sogar auf Facebook extra einen Account angelegt und eine Seite erstellt, haben unsere Homepage vom Förderverein Wertvoll von der Lebenshilfe Neustadt aktualisiert und nochmal eine extra Rubrik für das Regenbogenbild aufgemacht. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Wir haben mittlerweile über 350 Bilder, die uns per Mail zugesendet werden, weil die Idee dahinter ist, dass wir am Ende eine ganz große Collage aus allen kleinen Regenbogenbildern anfertigen. Und da mittlerweile ganz viele schon angefragt haben, wann sehen wir denn endlich unser Bild, haben wir jetzt beschlossen, dass wir jeden Tag immer so eine kleine Collage schon mal veröffentlichen. Und es ist wirklich ganz schön zu sehen, weil ganz viele Kinder mit ihren Eltern dann zu Hause da sitzen und schauen, ob ihr Bild heute dabei ist. Also auch so eine kleine Beschäftigung, die da irgendwie jeden Tag jetzt in die Familien getragen wurde. Ja, und haben bis jetzt von allen immer sehr positive Resonanz bekommen mit dem Regenbogenbild, weil es doch irgendwo ein Zeichen des Mutes und der Hoffnung sendet und ein gewisses Gemeinschaftsgefühl gibt. Uns jetzt auch ganz viele Schulen und Kindergärten anschreiben und fragen, ob sie das Bild auf die Homepage setzen dürfen und weiterleiten dürfen. Also wir haben da jetzt so ganz viele Kontakte schon geschlossen, auch mit Menschen, die das jetzt in andere Sprachen übersetzt haben. Also wir haben mittlerweile das Regenbogenbild in deutscher Malvorlage in 12 verschiedene Sprachen übersetzt. Da wurde das Bild jetzt auch schon nach Kroatien, nach Japan, in die USA und nach England weitergeleitet. Also es ist richtig schön, wie sich das im Moment so weltweit verbreitet, weil es eben im Moment auch eine Situation ist, die letztendlich die ganze Welt betrifft. Schön war auch die Idee eines Pfarrers, der über den Rundfunk uns angesprochen hat, angerufen hat, über den Regenbogen zu sprechen. Er möchte eine kleine Predigt über den Rundfunk starten. Und auch er hat nochmal so diesen religiösen Hintergrund des Regenbogens dargestellt und hat dies dann am letzten Sonntag in RPR 1 dann ausstrahlen lassen. Von einem Erzieher bekamen wir eine schöne Idee. Genau, der Ralf Kühntges, ich glaube, das darf man auch so erwähnen, aus Krefeld in Nordrhein-Westfalen, der hat ein Regenbogenlied extra zur Aktion geschrieben, das gerade auch die Runde macht. Und ich weiß, dass er auch ganz viele Zeitungsanfragen bekommt. Und das Regenbogenlied haben wir auch auf unsere Homepage gesetzt, inklusive Musiknoten und Text. Und haben jetzt auch schon mitbekommen, dass das manche Schulen oder Kinder zu Hause schon fleißig üben. Uns hat sogar ein Video erreicht über Bekannte, die Freundschaften in der Ukraine haben. Da hat ein kleines ukrainisches Mädchen das Lied auf Deutsch auswendig gelernt und uns quasi zukommen lassen. Genau, also irgendwie entstehen da gerade ganz viele Sachen, mit denen wir überhaupt gar nicht gerechnet hätten. Und Katrin Füße, die ja dieses Bild gezeichnet hat zum Regenbogen, genau, hat gleich mit ihren Kindern einen Regenbogenkuchen gebacken, hat sie uns auch ein Bild zugesendet, der sah wirklich richtig lecker aus. Auch eine schöne Idee, so etwas weiterzugeben, dass vielleicht Kinder für ihre Großeltern einen Kuchen backen können. Genauso wie die nächste Idee, die wir jetzt entwickelt haben mit den Postkarten. Genau, wir haben jetzt eine Gruß- und Briefvorlage sozusagen
erstellt, die man sich auch über unsere Facebook-Gruppe oder über die Homepage runterladen und ausdrucken kann und dann anmalen, ausschneiden, falten kann und dann eben den Menschen, die man jetzt gerade nicht sehen kann, einfach ein paar liebe Worte zusenden kann oder was auch eine Idee dahinter war, eben einfach mal irgendwelchen Supermärkten oder Krankenhäusern Danke zu sagen, eben den Menschen, die gerade für uns alle die Stellung halten.